Hat er Wuh-Wuh gemacht. Achso. Habe ich Nachricht bekommen. Doro, Doro. So. Nachdenken, was wollte ich? Ich glaube... Abgesehen davon, dass das super cool ist, das Schwert. Stimmt, das da ist auch noch geil, dass man die Casts machen kann. Da könnte man ein Int-Bild was machen. Das hier überlege ich, dass ich mir die hier le bastele. Das hier ist auch geil, Bloodlust drauf. Aber ich glaube fast, dass das hier besser ist. Weil ich das hier umbasteln kann und das hier nicht. Die auch zum Werfen? Nein, die werfen nicht. Ah, okay. Ja, das schaut ziemlich cool aus. Aber definitiv dann die anderen, weil die anderen sind auch zum Werfen und das wäre ziemlich cool. What the fuck geht bei euch ab? Ja, das ist mir eigentlich wurscht, dass ich sterbe hier. Wo kommen die Gegner jetzt auf einmal her, Alter? Direkt neben am... Wo ist der NPC? Den habe ich ja nicht angegriffen, oder? Er ist eh noch da, okay, gut. Er redet noch nichts. Fuck it, wir basteln sie um. Wir basteln wieder um und nehmen das nächste. Also das erste, was ich natürlich machen möchte. Verdammt. Ich werde es mir nicht merken. Wenn ich es umbastle, um zu schauen, wie die Statsverteilung ist. Excuse me. Oh, da kommt einfach Arc dazu. Das senkt Strength von Dex und erhöht Int. Interessant. Das senkt, oh mein Gott, Strength von Dex hardcore und erhöht Faith. Damit würde ich eigentlich am besten fahren mit Feuer. Und das, achso, das sind Hole-In, das ist Lightning, okay, das ergibt Sinn. Flame of the Red Mains, wobei ist die Frage, Flame Arts? Nein, definitiv. Aber ich würde eh eigentlich das hier behalten. Mich nur interessiert. Blood Black Hand Blade, der Brighton Smith Skin. Was habe ich denn sonst da drauf? Blindspot habe ich hier drauf. Achso, ich muss den Blindspot verdoppeln, damit ich das verwenden kann, oder was? Ziemlich dumm eigentlich.
Sacred Lightning. Fünfundzwanzig mehr, 15 weniger, das ist 10 mehr. 157, das sind 200, ja, das ist mehr. Ja, no matter what, das ist immer old mehr. Aber das Stomp, den finde ich halt eher komplett unnötig. Aber sonst gibt es hier halt echt nicht viel. Was ist das? Storm Stomp. Ja, der Drive durch den Mist, weiß ich immer noch nicht, wie der genau funktioniert. Ich hätte eigentlich gerne das hier. Ah, mal drauf geschissen und dann behalte ich mir den hier, nehme das hier auf Cold. Ups. Puste dich hoch. Fehlen die Runen? What the fuck? Nein, da will ich. Ah, jetzt fehlen mir keine Runen. Das erste. Damn, Wachs und Inns sind ordentlich gestiegen. Gut, dass ich nicht nochmal gedrückt habe, das wäre ziemlich dumm gewesen. Also dumm nicht, aber nicht klug. So, rein aus Interesse zwischen den beiden. Achso, das ist auf Blut. Hab ich vergessen. Ja, ich hätte eigentlich gerne einen direkten Vergleich gehabt, aber... C-Stärke, D-Stärke, Dex B, Dex C, Int. Achso, ja gut, der hat jetzt kein Int mehr. Jetzt was, ich bastel den jetzt auch nochmal um auf... Frost. Jetzt habe ich einen direkten Vergleich zwischen den beiden. Strength C, Dex B. Ja, der skaliert auf jeden Fall besser. Ich meine, da ist Faith Scaling noch dabei, aber Faith habe ich halt einen Mini-Furz. Das sind 5 mehr und 14. 5 und 14 sind 19 und 18 sind 37. Das sind 21, das heißt, das macht 16 Schaden mehr pro Schlag. Das hat Slash Pierce und das hat nur Slash. Aber das hat einen coolen Effekt, man kann die Waffe werfen, wodurch ich das irgendwie cooler finde. Muss ich nur noch finden, wo das mit dem Wurfgeschoss-Damage war. Das ist auch cool, aber es wäre die Frage, wie lange dieser Buff hält, dass man mehr Schaden macht. Ja, das werde ich auf jeden Fall wieder brauchen, weil ich hau ja jetzt öfter wieder zu. Genauso wie mir das eigentlich gefällt. Weißt du was, ich nehme die Stärke tatsächlich jetzt weg. Fuck auf 5 Stärke, gib mir lieber Damage von Wurfgeschossen. Einfach weil. Just consume less FP, but maximum HP is reduced. Oh. Das wäre natürlich auch geil, das ist es, oder? Ich nehme es noch nicht aus dem simplen Grund, ich will ausprobieren,
ob das Werfen überhaupt tatsächlich sinnvoll ist. Ah, wo ist diese Dreckshöhle, die mich gerade vorhin getötet hat? What the fuck hat mich jetzt getroffen? Ich habe unabsichtlich einhändig. Ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch zuschlägt. Ja, das hat einfach noch gar keine Range. Ich meine, es macht ordentlichen Schaden, aber es hat halt keine Range. Es ist halt eine Schande, dass die Range so mini-furz ist. Weil mit hoher Range wäre das super geil. Kann man mit irgendwas Range erhöhen? Ich glaube nicht. Wow, das raised die Item Discovery aber fucking hoch. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht den goldenen Skarabäus. Den habe ich irgendwo ausgelassen scheinbar. Raises Poise, das ist natürlich auch ziemlich krass. Enhanced Weapon Throwing Attacks. Enhances Guard Counters. Interessant, dass es mit den gebogenen Dingern. Enhances the Final Hit of Chain Attacks. Das wäre interessant. Erstens wie viel? Enhances Charge Attacks. Das hätte ich mit. Theoretisch mit dem Zweihandschwert machen können. Damage Reducing Attacks against Blockers. New Thrusting Weapons. Horseback, Jump Attacks, Two-Handed, Guardian, Attack of Power, Bow, aber nur für Bow. Also Throwing. Ich habe dabei nichts gesehen, dass es. Attack Power of Skills. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es da in die Richtung nichts gibt, was die Range von Throwing Attacks erhöht. Und dann müsste ich nachschauen, ob es das irgendwo gibt. Shadow Realm. Ist da was? Da ist eine fucking ganze Stadt unten, Alter. Okay, wir haben einen String gefunden. Sachen, über die man sich immer freut. Oh, da geht's tatsächlich hinunter. Interessant. Na 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 na.
Okay, wir haben zwei Richtungen, die wir gehen können. Was ich jetzt schon wieder hasse. Okay, wenn ich da runter gehe, komme ich nicht mehr zurück. Okay, da gibt es ein Item, ein verstecktes. Bodenhorn-Tender. Danke für nix, I guess. Boost Rune Acquisition for a time. Sachen, die man nicht braucht. Oh mein Gott, ich habe die Dagger gefarmt mit meinem zweiten Charakter. Achso, ich habe das Ding ja nicht. Aber ich könnte meine Discovery erhöhen dann mit irgendwelchen Sachen. Damit ich mir das Farmen einfacher mache. Oh, da gibt's auch noch was Verstecktes. Versteckt euch, sie verhext euch. Sabrina. Ein bisschen abschwächen. Wow, ich bin tot. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Fall dann doch so groß wird. Dumm. Dumm. D-O-M-M-M. 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 Das war ja richtig dumm, dumm. Oh shit. Wieder was? Shattered Stone Talisman. Wie ein Talisman? Ah. Raises Potency of Kicking and Stomping Skills. Interessant. Okay. Ich sehe hier keine Möglichkeit, wie ich gescheit runterkomme, außer dass ich sterbe dabei. Entsprechend gehen wir jetzt wieder zurück. Das war definitiv ein Secret. Meine Verwunderung ist nur gerade, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich da runtergegangen bin. Ah, nicht, dich würde ich auf jeden Fall haben. Oh shit, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich vorhin die Dinger gelootet. Daran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Wo bin ich da runtergegangen oder gekommen? Da oben ist was. Da. Ich wieder schauen, wie ich das hochkomme. Oh, irgendwie. Ach komm. Langsam. Junge, du stehst mir im Weg. Lass uns das Item. Wow, ich bin für eine Broken Rune. Dafür? Bei aller Geduld auf der Welt. Das ist jetzt gerade nur nervig. Okay, woran bin ich jetzt schon wieder stecken geblieben? Das ist dein Scheiß Ernst? An welchen Sachen bleibe ich hängen? Warum auch immer ich dann. Weißt du was, du bist mir komisch. Ja, fall noch runter, das ist mindeste. Ah. Danke! Ha? Ich schwöre, ich habe hier irgendwas leuchtend.
Scheinbar nicht. Aber ist mir eingebildet. Da. Da ist das Ding. Ich bin da entlang gegangen. Wo zum Fick bin ich dort runtergekommen? Da! Jetzt habe ich's. Krass, wie lange das gedauert hat, das wieder zu finden. Nein, 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 nein. Danke. Was geben wir den hier? Ja, das. Was geht, du alter Schiri-Schreier? Ah, das sind wir. Wollte gerade sagen. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, runterzukommen? Schaut nicht danach aus. Zumindest hätte ich jetzt nichts gesehen. Nichts Eindeutiges. Dann warten wir, gehen hier runter. What the fuck seid ihr hier? Interessante Viecher. Da war eine offene Kiste. Oh, die Kiste führt mich zurück, oder was? Nein. Golden Arcs. Das ist das, was der gerade geschossen hat, oder? 22 Fate. Really is a possession of Golden Arcs with a swing of the arm. Those are the Inquisitors of the Tower wielded as an incantation of the spiral. The swing of the arm releases a procession of Golden Arcs. Charging enhances potency, the arc resembles barbs. A known symbol of coercive questioning. Da drüben ist noch eine Zwischenhöhle, in die wir reingehen, bevor wir hier komplett runtergehen. Gehen wir hier komplett runter? Nein. Shadow Sunflower. Oh, da geht's doch gar nicht weiter, oder? Ich find's echt schade, dass die Diskus hier zum Werfen so eine Low Range haben, weil sonst wäre das echt witzig zum Spielen mit denen. So wie sie jetzt sind, finde ich sie jetzt nicht wirklich super gut. Geil. Und wir aus dem Brunnen raus. Wir klettern und wir klettern und wir klettern. Klettern und wir klettern und wir klettern. Klettern und wir klettern und wir klettern. Klettern und wir klettern. Klettern und wir klettern. Bin gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Bonnie Village. Interessant. Da kommen wir tatsächlich wo ganz woanders raus. Das habe ich nicht. Aber dass ich hier sammeln kann, ist schon mal eher kein gutes Zeichen. Das nach dort drüben wird irgendein Boss sein. Kann ich nur hoffen, dass es kein Pot-Boss ist, weil werde ich Probleme haben im Damage. Also heute Nachmittag hat er noch einen Boss gelegt. Ich habe
einen Dungeon erledigt, aber der hatte keinen Boss und einen Drachen, ja. Ich komme relativ gut voran, ja. Also die Sache ist, dir ist es schwer zu sagen, ob ich vorankomme oder nicht. Weil es gibt ja nicht wirklich hier irgendeinen linearen Weg, den man gehen kann. Man kann sich halt nicht mit anderen vergleichen, wie weit man ist oder wie viel man geschafft hat. Weil es gibt so viel hier eigentlich zum Entdecken. So viele verschiedene Pfade, die hier und da und dort hinführen. Ah, einfach kein Boss, ist einfach nur... Ah, da hinten sind Mobs, okay. Die rumheulen. Die aus den Dingen rauskommen. Sind fucking viele Mobs. Kann man irgendwas abschließen? Ja, eh, definitiv. Was ist das? Hefty Crackpots. Weiter. Oh shit. Ernsthaft, sterbe ich jetzt an den normalen Viechern? Was geht jetzt ab, Alter? Boah, dass der gerade nichts gedroppt hat, finde ich ein bisschen komisch. War irgendwie so ein halber named Mob. Ich habe irgendwo schon wieder ein Hundebellen gehört, oder? Ich bilde es mir mittlerweile schon ein, weil ich genervt bin von den Fickviechern. Da unten sind wieder diese Fliegenviecher. Wenn mir gleich am Arsch geht, töte ich irgendwie alle vorher. Sieht die halt alle nicht. Und so viele von diesen. Und ich komme dort nicht rüber, zumindest nicht einfach. Achso, doch. Die eingestützte Brücke hat ein bisschen dramatisch ausgesehen, als es ist. Alter.
Bonnie Butchering Knife. Das ist ja von dem, der mich gerade angegriffen hat vorhin. Die Waffe. Die eine Hütte hier so ganz oben, die sah ein bisschen blass aus. I guess das ist da, wo ich gelandet bin. Wir könnten locker hier oben irgendwas in den Dächern drin verstecken. Schaut 10 Dächer durch, es ist nichts. Und beim genau 11. Dach ist dann doch was drin. Okay, aber da scheint scheinbar nichts dabei zu sein. So, als erstes gehen wir jetzt hier runter, töten diese Hunde. Spawnen halt wirklich eiskalt aus dem Nichts. Ich habe by the way nachgesehen, diese Revered Spirit Ash erhöht scheinbar einfach nur die HP von meinem Mount, was eigentlich eh relativ gut ist. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht mehr darüber beschweren, wenn ich sie finde. Mich hat es einfach zu sehr interessiert, was sie meinen mit Ability. Ich guess sie wollten einfach Ability schreiben, damit es mysteriöser klingt, anstatt sie schreiben, jo, der Mann kriegt mehr HP. Interessantes Versteck. Bei EOS ist das. Da ist wieder eine Brücke. Und wieder 5000 von diesen Viechern. Da ist wieder so einer. Kannst du ihn bitte ins Target nehmen? Warum bin ich jetzt gestorben? Bin ich ernsthaft am Hund gestorben? No fucking Kommentar dazu. Einfach no fucking Kommentar dazu jetzt. Ich hab den Hund getötet und er mich. Weil ich einfach nach 15 Mal drücken immer noch nicht den Hund im Target hatte, sondern weiß Gott wen oder was. Okay, diese Viecher da sind irgendwie scheinbar nicht wirklich named Mobs, sondern keine Ahnung, was das darstellen soll.
Ja, die Range von dem ist einfach viel zu mies. Wo ist jetzt dieser Scheißköter? Gibt's einfach nicht mehr. So schwer darauf zu springen. Danke. Hinten ist ja noch ein bisschen. Das ist mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich schon sagen. Hat einer mir hinterher gesprungen oder was? Einmal. So, und der ist jetzt gepult worden. Ich euch alle zusammen, Alter. Geht's mir nicht am Ohr. Halleluja, endlich geht die Sonne langsam auf, damit ich irgendwas sehe, weil so sehe ich gerade echt immer absolut einen fucking Scheißdreck. Ausgezeichnet, ich liebe nichts mehr, als wenn ich springe und dann irgendwas hängen bleibe, was einfach nicht sichtbar ist. Okay, mehr gibt es hier gerade nicht. Eventuell hier im Dach. Also diese ganzen Pots, die so in der Luft hängen, schauen schon ziemlich sick aus. Da ist ein Baum mit Loot. Glaube ich. Will ich mir ein. Seite. Auch hier. Da unten gibt es schon was, aber da komme ich von hier aus eher nicht so. Nice. Oh, Mother. Ja, danke für nix.
WW Wertlos. Entweder ich gehe hier über die Brücke drüber. Oder ich gehe dort über die Brücke drüber. Hier über die Brücke gibt es mehr, das heißt, wir gehen zuerst einmal dort über die Brücke. Ein Drive-By ist schon witzig. Aber dieses Geräusch gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Oh shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, Alter. Oh mein Gott, wie viele sind das? Die alle nicht gesehen. Ja, dass die mich ignoriert haben. Bis erste. Ich glaube, ich reite einfach. Okay. Das ist eine Höhle. Interessant. Bonnie Gay Jail. Gaol und man spricht Jail aus. Ich pack das nicht. Das ist immer noch so komisch. Ja, 100%ig bin ich von dieser Waffe jetzt nicht überzeugt. Wird komisch angehört und angefühlt. Oh, es ist wieder so eine Pott-Gegend. Jupp. Alan Watten. Weg mit dir und her mit meiner Eisenstange. Lol, das habe ich noch nie gesehen. Das hat jetzt einen Weg getan. Okay, das werden wir. Und da oben sind wir gekommen, oder? Ja, da wird jemand aus dem Ding klettern, das war klar. Never mind, ich nehme alles zurück, er wird nicht rausklettern, er wird einfach sterben. Hallo? Was ist das, Alter? Raging Wolfhelm, wo hast du den her? Also, ich könnte runtergehen. Oder ich könnte da gerade rausgehen. Oder da reingehen. Da gibt es eine Leiter, aber wie soll ich in der. Oh shit, sogar Loot. Ich glaube, dass ich eher von dort hier rauskomme. Aha, das heißt, ich kann scheißen gehen und ich krieg das nicht. Dabei hätte ich das eigentlich gerne. Ich habe natürlich niemanden zugesehen, weil. Weil ich mich halt nicht spoilern wollte.
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte mich halt spoilerfrei halten. Dann gehen wir hier runter. Oh no, das sind Skorpione. Ach, ich gehe schon wieder. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich zuerst gehe. Hast du das? Ja, ich habe euch gesehen. Oh mein Gott, ich habe euch gesehen und trotzdem bin ich auf den hier reingefallen. Oh shit, da ist noch so ein Weg. Sich noch bis morgen da. Ah. Das war WW wertlos. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist ja mal das riesigste Höhlensystem ever. Ja, dann wird es wohl jetzt Knüppel-Action geben. Das ist auch einer. Lost Ashes of War. Erstens, da oben ist Loot. Zweitens, beim Loot ist irgendetwas. Das ist ein Hirn. Aber da komme ich von hier aus nicht hoch. Da oben ist auch noch was. Habe ich mir eingebildet. Ich sehe schon, ich werde hier in dieser Höhle circa noch dreimal reingehen müssen. Und jedes Mal einen anderen Weg gehen. Oh mein Gott, der hätte mich fast getötet. Wo kommt sie jetzt auf einmal her? Und alle droppen sie nur Scheiße.
Holy shit, okay, da unten ist der Boss. Aber es ist abnormal, wie riesig diese fucking Höhle ist. Ich will halt wissen, was auch noch auf den anderen zwei Seiten ist. Das ist jedes Mal. Schon wieder eins zu eins gleich aus wie die letzte, die ich begangen bin. Ich warte jetzt aber mal. Aus einem simplen Grund. Hat ausgesehen, als ob sie höher gegangen ist als... ja, genau. Wusste ich's doch. Helm of Night, Armor of Night, Gauntlets of Night, Greaves of Night. Fuck, this set shot sick aus. Das wie Sauron. Bottomless black helm, cool to the touch. Flowing lines and seeming shape of fingerprint and door on the surface imprisons the wearer in utterly lightless dark. Bestowed upon those born deep underground, ordaining them as sword hands of night. Irgendwie gibt's nichts, was besser ist an Armor. Bei allem würde ich an Armor verlieren. Was halt schade ist. Weil das Ding, das gefällt mir. Und schade, dass irgendwie immer noch kein Transmog eingebaut haben. Okay, das habe ich auch gefunden jetzt. Shield of Night. Holy shit, das Ding schaut geil aus. Damn, son. A shield awarded to sword hands of night, cast in bottomless black from which no light can escape. The outer surface is only semi-corporeal, providing reliable defense against attacks that are not physical in nature. Unique skill, Revenge of the Night, unleashes the dark of night imbued with magic power. If used immediately after blocking an incoming attack, its power is absorbed, bolstering the strength of this skill. Damit könnte man einen shield run machen. Okay, das Schild ist mini klein. Okay, er schaut aber trotzdem sick aus. Es ist urweird, dass es so klein ist. Er schaut trotzdem echt sick aus. So. Dann nehmen wir auch das Ding da drauf. Oder eher lassen fallen. Da drauf fallen. Und von da bin ich gekommen, oder? Ja. Kelso Breeze. Ja,
glaube ich, noch nie Cast gesehen, Alter. Nicht runterfallen. Ich habe so Angst, dass ich durch die Schläge irgendwann einmal einfach einen Leap nach vorne mache und sterbe. Sondern hier direkt vom Boss. Also noch nie Cars gesehen? Wie kommst du jetzt? Wie zum Fick kommst du jetzt auf die Aussage? Oder bist du im falschen Chat? Den Cast! Ich habe noch nie diesen Cast gesehen. Cast, ja. Okay, dann schauen wir mal, welcher Boss das ist. Und wie sehr er mich zerficken wird. Ich mal deutlicher. Hör gescheit dazu. Oh no. Okay, Curse Blade Labyrinth. Curse Blade Mera. Und ich krieg wieder nur ein scheiß Summon scheiß Dreck. Scheiß. Dass ich noch nicht scheiß gesagt hab, scheiß. Ah. Dieser Dungeon war wieder mal eine pure Enttäuschung. Jo, ich renne auf jeden Fall durch den Dungeon durch und sage, ich habe noch nie Cars gesehen. Weil die Kombination ist ja gegeben. Ah, wir können klappen. Wow, das ist 4 mehr. Das ist 2 mehr. Noch mehr Damage. Ja, die Blades machen zwar Spaß, aber gibt besseres. Gibt definitiv. So, als nächstes gehe ich dann hinweg hier. Aber es im Discord gelesen und somit nicht gesehen, dass du das Spiel machst, du hast was im Chat geschrieben. Ne? Doch wieder hoch. Erst doch. Ja. I guess, dass ich jetzt gefickt bin. Aber ich komme da hin. Ich wusste es einfach. Ich hatte es wirklich im linken Hoden gespürt, dass so ein Scheißdreck kommt. Schmutz! Oh, achso. Ah, das war's. Meine Freude hält sich in Grenzen. Immer wieder schön, wenn man irgendwas sucht, irgendwas findet
Und dann kriegt man einen FT-Pot dafür. Wo bin ich entlang gegangen? Ich habe immer noch nicht gefunden, wo das Ding ist. Die Leiter, die muss irgendwo. Ich hätte wetten können, dass es den Pott runter ist, aber scheinbar ja. Nicht. Wait, das geht sich ganz genau aus, oder? Müsste da sein. Das habe ich vielleicht übersehen. Nein, da ist keine Leiter. Im anderen Raum? Auch nicht. Hä? Ist nicht. Müsste halt ganz genau da sein. Okay, dann gehen wir weiter. Ich dachte, das ist hier. Da ist es. Ich hatte doch im Kopf, dass es so einen Astrid gab hier. Ich hau ihn und er kann mich trotzdem beißen. Sinn nicht vorhanden. In welche Richtung bin ich jetzt gegangen, welche nicht? Ich bin nach oben gegangen, wobei oben gibt es auch noch wieder eine Gabelung. Nein, ich bin nach unten gegangen. Ich bin da die Gabelung da drüber gegangen. Oder? Okay, hier gibt es nur... Wow, eine Broken Rune. Danke für nix. Kannst du bitte drüber hupfen? Danke. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Bin ich da den einzigen Weg gegangen, den es gab? Ja. Wir gehen jetzt oben rum. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo. Ich bin nur falsch abgebogen. Ah ja, dahin. Ich einfach gegen die Wand hau. Interessanterweise sind hier viele Ratten. Ich liebe ja nichts mehr, als wenn er mich hitstarren kann und nochmal hitten kann, ohne dass ich dodgen kann.
Wow, ein Zweier Smithing Stone. Könnte ich mir nicht 5 Millionen davon kaufen. Da ist die Leiter, okay. Das will also nur dahin. Und damit wäre ich eigentlich hier. Dann fertig mit dem Dungeon zur Gänze. Stalewart Horn Charm 2. Das war irgendeine Resistenz, ich weiß noch nicht was. Vastly raises robustness. Bloodlust and Frost, okay. Ich glaube, sonst habe ich hier alles. Ich kann das noch überprüfen oder ich scheiße drauf. Gut, das heißt, ich bin da rübergekommen, wo die Skorpione sind, bin da reingegangen und habe das erledigt. Das heißt, wir können jetzt eh nur noch dort weitergehen. Können wir es bitte Tag haben? Ich sehe einen Scheißdreck. Danke. Was gab's denn zum Mittag? Zum Mittag gab es. Also zum Frühstück gab es zwei Käse-Salami-Toast. Zum Mittag gab es. Gebackene Käsetaler, beziehungsweise also Grillkäse, den ich im Airfryer gemacht habe. Und zum Abendessen gab es Salat. Oh stimmt, ich habe mir den Butchering Knife noch gar nicht angeschaut, was das kann. For pity's sake, your place is in the jar. Nice sainthood itself awaits you within. For shamans like you, this is your lot. Life where you accorded for this alone. Whipping hut. Tooth whip. Ist das ernsthaft eine Whip mit Zähnen? What the fickety fuck? Als erstes, ich glaube, ich überlege, ich könnte mir tatsächlich das hier reinziehen, aber es ist halt Bloodlust, was suboptimal ist. Tooth Whip, Painful Strike, causes Poison Buildup. Mit Dex und Strength. Ah, es gibt kein. Kann man nicht umdingstern. Da sind wirklich ekelhaft Zähne drauf, Alter. Whip is strewn with rotting, mishappen teeth. Filthy and seething with disease. Blah. Filthy and seething with disease. The teeth are embedded in the whip and dose the victim with deadly poison upon each strike. As the wounds ripen, they grow inflamed and ooze pus. The flesh of shamans was said to melt harmoniously with others. Unique skill, Painful Strike. A chastening whip strike honed to maximize pain. Temporarily reduces the rate at which stamina recovers. Does the pain encourage obedience? Also das ist eher eine PvP-Whip, als dass es eine PvE-Whip ist. Whip. Entschuldigung, ich spreche es natürlich komplett falsch aus. Es ist eine Whip. Damit wir den Family Guy-Joke weiterleben lassen. Full Whip. Ah, da haben wir einen Grace. Grace, 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 Grace. Grazie. De nada. So, was wollte ich? Ich überlege mir auch, den Speer zu machen, weil der ist auch irgendwie ziemlich cool. Das wollte ich jetzt nicht, aber macht nichts. Ich finde es schade, dass man in Elden Ring nicht so
Favoriten markieren kann, damit man auf die Schnelle zu den richtigen Waffen springt. Das hier wollte ich ausprobieren. Ich finde es schade, dass ich die Fläschchen nicht probieren kann. Kann ich schon. Okay, das schaut schon cool aus. Komm her, nicht weglaufen. Erst. Okay, du bist immer noch nicht vergiftet. Ein Geist, dass das eher ineffektiv ist, wenn man 92 minus 36, ja. Genauso wie diese Hände ziemlich sau cool sein könnten. Oh, es sind wirklich Hände einfach nur. Witzig. Das suche ich. Kann man eigentlich zwei Whips Power Stancen? Das wird ziemlich witzig. Da kann ich jetzt wieder den Dagger drauf tun. Da ist er. Kann man sicher Power Stancen. Okay, die Range ist wesentlich kleiner, als ich dachte. Ich hätte schwören können, dass die Range viel größer ist. Von einer Whip. Wie lange werde ich denn noch hinterherlaufen? Somewhere a great rune has broken. And so too has a powerful charm. Huh? Was ist jetzt passiert? Habe ich irgendwas verkackt? Nee, oder? Achso, nicht die... Wobei, ich könnte eh wieder mit der spielen eigentlich. Ja, ich habe mich jetzt umgequippt auf die hier, passt schon. Okay. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Ich dachte echt, dass ich irgendwas verkackt habe. Ich guess, es war einfach nur, weil ich irgendwo sehr nah gekommen bin. Habe ich den Part von der Map die ganze Zeit schon? Schaut aus wie so eine Hand, die wie diese Hände in dem in Karia Männer. Oh, ich habe immer noch die Hälfte von dem Spiel nicht erforscht. Sind das fucking Jaguare? Ist das ein Wolf?
ganz anders ausgeschaut durch den Schatten. Ich hab echt geglaubt, dass ich, weil ich ein Reh geschlagen habe. Ash of War Raging Beast. Was ist für Faustwaffen? Die Musik wird irgendwie gerade ein bisschen intens. Okay, ich komme da scheinbar nicht hoch. Ist mir einer oder leuchten deine Augen? Deine Augen leuchten. Wir haben mal 5000 Wölfe hier in dem Wald. Noch mehr Wölfe, da komme ich aber nicht vorbei. Die Schatten schauen hier echt seltsam aus. Wir haben alles so einen goldenen Glanz. Schon wissen, was da oben ist, ob es da oben auch irgendwas gibt. Es gibt noch mehr Wölfe. Oh no, nicht schon wieder. Avocado Kadaver. Hallo Rishi. Ach, habe ich ihn schon gepolt? Ich habe ihn schon gepolt, okay. Kann ich hier nicht das Target nehmen, das ist verbuggt. Seine Haxen nicht angreifen. Kommt mir gerade so vor. Tot. Ich check's gerade nicht. Keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich kann halt nicht wirklich casten.
Also sie machen könnte es mir den Speer holen und mit dem Speer die ganze Zeit werfen. Rein aus Interesse. Will ich wissen, ob ihm das auch nur irgendwie Schaden macht, falls ich überhaupt dazu komme, ihm Schaden zu machen. Was zum Fick war das jetzt? Du bist nervig. Du bist halt legit nervig. Wie geht's uns? Und selber? Mystic Spieler. Baldur's Gate 3. So dermaßen laut. Wo sind meine Runen, Alter? Aha, die sind da. Ich hab halt legit keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich kann halt seine Beine nicht angreifen. Aus irgendeinem Grund haben sie mir die Fähigkeit gegeben, da hochzuspringen. Kann ich da reinhüpfen? Alles kein Schaden. Ich treffe ihn halt nicht einmal. Nein, ich kann nicht in ihn rein, ich werde automatisch rausgepusht. Ich hab halt echt keinen Schimmer. Keine Ahnung, ich gehe weiter. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, ich krieg einfach keinen Schaden. Es passiert einfach nichts, egal wie viel ich drauf hau.
weiß es nicht, ob mir irgendeine Fähigkeit fehlt oder irgendein Spezialwissen. Aber so bringt das auf jeden Fall gar nichts. Werde ich immer noch angegriffen. Er folgt mir. Eiskalt folgt er mir. Muss ich ihn irgendwo hinlocken, wo von oben irgendwas auf ihn herabfällt oder... Keine Ahnung. Muss ich irgendwo eine Balliste auf ihn abschießen? Ich habe schon gesehen, dass er ein Gesicht hat. Aber ich habe versucht, es zu treffen und habe einfach nichts erreicht dabei. Also... Ich habe keine Ahnung. Ich müsste den eigentlich auch markieren, dass ich hier war. Dass ich ihn versucht habe, dass ich... Ah, da ist ein... Race. So da circa? Nein. Boss. Puh. Aber ich mach heute tatsächlich jetzt schon für heute Schluss. Mir ist viel zu heiß. Überhitzt gerade schon wieder. So sehr ich Bock hätte weiterzumachen. Ich hab keine Ahnung, ich bin der Woche schon durchlesen. Echt deppert. Jetzt schon, ja. Ich hab gestern zu lang gemacht. Ich bin auch heute irgendwie urenergielos und urfertig. So. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, einen schönen Start in die Woche. Die Woche erwartet mich vermutlich recht Hölle in der Arbeit. Das heißt, es wird alles ein bisschen... Whatever. Schauen wir mal, wie es wird, ob ich die Energie haben werde oder nicht. Und ja. Macht es gut, mein Lieben. Passt auf euch auf.